Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Minecraft Mine Colonies Gameplay Let's Play Let's Play. Nein. Ja, genau. Wir haben hier Tintenfische. Tintenfischen mit Stöcken schlagen. Oh, ich mag Tintenfische. Die sind lecker auf dem Teller. Ah, ja, sie sind einfach wichtig in Minecraft. Also, ja, ich habe gerade gern schwarze Wolle oder schwarze Terrakotta. Also, ja, den, Keramik. Wie sagt man das so gern? Genau. Jo, jetzt müssen wir kurz nochmal schauen wegen diesem einen Haus, Baumhaus. Und dafür müssen wir jetzt einfach diese Schaufeln mal ein bisschen benutzen. Ich kann aber jetzt ja auch noch zeigen, wir waren ja im letzten Part hier unten in der Wüste und hier oben. Und eben hier mache ich das Dschungeldorf. Ja, da hier das Savannendorf vielleicht irgendwo. Hier das Wüstendorf. Aber ich weiß nicht, wie schnell, oder? Und hier oben können wir irgendwo genau so ein Eisbergdorf machen. Aber wir machen das Dschungeldorf eventuell auch als fliegende Insel, haben wir doch gesagt. Und da drauf sind Bäume. Und das muss ich halt irgendwie planen. Also ich brauche unbedingt Erde, weil ich eventuell hier das Haus baue. Denke ich mal. Ich mache eine Lagerhalle eher. Jo. Machen wir einfach mal ein bisschen gerade noch. Ich muss das einfach schaffen. Wie kann ich das Baumhaus platzieren, wenn da immer rot ist? Ich weiß es nicht. Da hätte ich gedacht, ja, es ist ein bisschen beliebter. Aber scheinbar nur bei großen Livestreamern und Let's Playern. Und nicht natürlich bei relativ kleinen. Ich war auch mal größer und hatte mehr Zuschauer. Ich hatte 2008 sogar fast doppelt so viele Abonnenten und wurde dann ja gehackt. Das war sicher Google bei der Übernahme von YouTube. Und ja, ich weiß es nicht, was passiert ist, aber mein Account war weg und meine E-Mail-Adresse auch. Und deshalb, ja, denke ich schon, das ist irgendwie ein Fehler gewesen von Google. Aber ich kann es ihnen ja nicht schwer tun, die machen halt einfach viele Fehler. Also, ja. Man kann Google irgendwie gar nicht so richtig runter machen, wenn es halt einfach gar nicht mal so möglich ist. Jo. Und deshalb, jo. Es ist halt ein Riesenkonzern. Und je größer ein Konzern ist, desto schwieriger ist es, überhaupt gute Qualität zu machen. Könnt ihr ja verstehen, oder? Hoffentlich. Ja. Und deshalb, jo. Ist es auch nicht so schlimm. Aber jetzt einfach bei Diablo 4, Blizzard, Microsoft und so. Microsoft Games, glaube ich. Und zum Beispiel, ja, Fortnite zum Beispiel oder Minecraft auch ein bisschen. Es geht nicht besser, wenn ein Entwickler größer ist. Der Entwickler macht wie irgendwie etwas Falsches. Und deshalb gibt es Mods. Und die sind so unglaublich motivierend, wie zum Beispiel Minecolonies oder Custom NPCs und Pixelmon zusammen oder so. Ja, dass ich das wirklich gerne habe. Jo. Ich werde jetzt mal so weit nach oben gehen, dass ich hier irgendwie auf die Insel komme oder so. Und dann mal gucken. Ich kann ja die Plattform auch aus Steinen machen oder so. Ich denke schon Steine, weil es einfach viel besser aussieht. Ich kann nicht eine Erdinsel bauen. Das ist irgendwie, ja, komisch. Also ich denke, es muss nicht zur Insel sein. Oh, ich will aber nicht runterfahren. Lass mal wieder hoch. Bitte, bitte. Nein. Jo. Gebt mal bitte ein bisschen Feedback, einen Kommentar ab. Wie ihr das so findet, ob ihr das weiterhin sehen wollt und so. Weil ich weiß jetzt den Unterschied zwischen, ja, ihr mögt es und ja, ihr guckt es nicht so, nicht unbedingt so sehr auf YouTube. Hey, hallo, was ist denn los? Ich platziere die Erde einfach falsch. Also hier beginnt es. Also dann brauchen wir Stein, jetzt gehen wir noch kurz ein bisschen minen. Wie irgendwo in ein Loch da. Oh Gott, es ist doch weiter, als ich dachte, aber ich sollte eigentlich springen. Das geht einfach viel schneller. Gut. Jo. Also, das ist angenehm. Hier vielleicht runter. Ja,
Ja, dann ertrinken wir. Jo, und wir machen ein Baumhausdorf auf einer Insel und die Insel tun wir unglaublich gut dekorieren. Und mit unglaublich gut meine ich, wer weiß es? Chiseln Bits. Yes, ihr wusstet es, ich weiß es. Ihr seid die Besten. War die noch nicht? Ja, das ist jetzt schwer. Ich gehe jetzt zuerst in die Mine und dann hole ich das noch. Jo. Gut. Also ich gehe irgendwo in eine Mine. Ich habe irgendwo in ein Loch gegraben, aber ich weiß nicht mehr wo. Eigentlich auch dort irgendwo, oder? Irgendwo habe ich ein Loch gegraben. Ah, da bei M. Also hier ist diesen Riss. Ich sage immer Schlucht dazu. Oh, das ist auch ein Bienenwabe, wie sagt man? Bienenstock. Genau. Das haben wir in der Schweiz nicht. Also ich habe neben einem Imker gewohnt, der einfach weiter weg die Imkerei hatte. Und das war immer der beste Honig, weil die Bienen, die werden dort gar nicht irgendwie geplagt. Wenn Bienen Stress haben, dann tun die schlechten Honig machen wegen dem Stress. Wenn Verkehr ist, also sonst irgendwas. Und das war so auf einer gigantischen Wiese. Und dort waren auch Wildtiere und alles. Und ich habe immer den leckersten Honig nach Hause nehmen können. Weil das war meine Nachbarn, ein Gasthaus, also eine Taverne, die extrem beliebt war. Und in der Neuzeit plötzlich nicht mehr. Ja, so ist das Leben. Oh Gott, ich dachte, das wäre irgendwie ein anderer Block, aber es ist plötzlich dann zum Ding geworden. Also dieser eine, ja, es buggt einfach dieses Optifine. Ich weiß nicht, was ich da genau einstellen muss oder umändern muss, aber das ist ein Bug. Und ja, gut, ich schaue mir einfach manchmal die Blöcke an, was es für Blöcke sind, weil sie einfach ganz anders designt sind, also eben verbuggt. Okay, ich gehe wieder zurück. Das sind ein bisschen zu viele. Ja, man sollte am Anfang noch ein bisschen zurückkehren. Also zurückgehen. Jo. Okay, hier ist leider nichts. Ja, ich wollte schon auf das Skelett gehen, aber ich möchte doch noch irgendwie ein bisschen ein Schild machen und so. Ich brauche halt Eisen. Okay. Ich weiß, was ich mache. Ich buddle hier einfach ein bisschen weiter und nenne das Mine. Was macht die B-Taste schon wieder kaputt? Mine 2 Höhle. Höhle. So. Und das auch grau, glaube ich, habe ich gemacht. So. Also wir müssen da ein bisschen schauen, wo gibt es am meisten Monster und so. Eventuell spiele ich dann ein bisschen peaceful. Also ich mache Monster an, wenn ich ein bisschen farme oder im Neffer bin und so. Aber bei den Dörfern stelle ich mal ein bisschen auf peaceful, weil ich weiß nicht, ob die Überfälle dann trotzdem kommen. Das ist ja eigentlich schon ziemlich wichtig. Aber nicht, dass überall Zombies herumfleuchen und wir haben noch keine Wachtürme oder so. Einfach nicht wundern. Es ist nur einfach, dass ich nicht immer die ganze Zeit immer alles schützen muss und ausleuchten muss. Ja, natürlich besser. Und sonst kritisiert den Drago, der immer ein bisschen mehr Angst hat als andere. Oh, der arme Drago hat Angst. Pieselt sich in die Hose. Nein. Ich habe mich noch nie in die Hosen gepieselt, auch als Kleinkind. Ich war sehr früh trocken. Nur zur Info. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde bald irgendwie Probleme haben, weil ich immer mehr irgendwie wahrnehme. Also auch die Blase immer mehr wahrnehme. Das heißt halt echt, oh nein. Hilfe. Ich will nicht ein Mega-Gamer werden mit Windeln an. Oh, Hilfe. Nein. Ja, nicht über das denken. Wie findet ihr das, wenn ihr alt seid und dann plötzlich wieder Windeln braucht oder irgendwelche andere, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, Slips, glaube ich, oder so. Inkontinenz-Slips.
Nein, es ist wirklich peinlich in der Schweiz. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland so ist, wenn jemanden ja sieht oder selber halt. Also es ist etwas, was einfach in der Schweiz wegen dem hohen Status nicht geht. Es wird nicht akzeptiert, wenn man halt irgendwas braucht, wie zum Beispiel auch eine Brille oder sonst irgendwas. Es ist einfach irgendwie völlig gemein. Die Menschen sind in der Schweiz völlige Perfektionisten, die einfach nur alles verabscheuen und mobben und oh. Ich weiß nicht, was mit der modernen Welt ist. Es ist früher einfach so gewesen. Die Leute sind trocken gewesen, haben keine Probleme gehabt und heutzutage ist irgendwie 40% jeder im Alter inkontinent. Es ist ganz anders jetzt heute da, aber dennoch immer noch verpönt, irgendwas zu brauchen, was andere Menschen nicht brauchen. Wie zum Beispiel ich Diabetes, also Insulin brauche. Die Leute schauen mich manchmal an, wenn ich einfach einmal eine Dosis Insulin spritzen muss. Sie sauen mich an. Hey, darf man heutzutage nichts mehr Außergewöhnliches haben oder machen? Es sind halt immer so diese alten Frauen oder so, die richtig, ja, Perfektionisten sind und eine wohnt in meiner WG. Also es ist nicht eine WG, aber es ist eine, ja, eine Wohnung zusammengeteilt. Und die eine sagt immer wieder so, mach das perfekt, mach das 100%. Ich bin faul, du bist fleißig. Mach es, mach es. Bis du stirbst, bis du erschöpft zusammenbrichst. Was? Ja. Was hast Hallo, du ich bin im gesagt? Let's Play. Ich rede gerade über die Schweizer, wie sie einfach Perfektionisten sind. Und die eine von unserer Wohnung, die Frau Nick, die sagt immer mir, ich muss das perfekt können und sie macht nichts. Okay. Das ist unglaublich nervig, oder? Es ist. Ja, warte, ich bin gleich wieder da. Ja. Ja, schön, der Leon hat mir kurz zu geschalten und kommt gleich wieder. So, wir sind schon tief unten. Ich mache, glaube ich, die Monster kurz aus. Ja. Es ist jetzt gerade ein bisschen heikel, weil hier unten natürlich auch wieder mehr spawnen können. Ja, das ist gerade nicht so ein guter Weg hier durch. Jo, was haben wir denn für Zeit? 12 Minuten, fast 13 Minuten. Jo. Oh, schön, aber hier nur wenig Erze. Ja. Nehmen wir noch diesen Stein mit, der schießt. Nein, der Tupfürst. Tuff. Ach Gottchen, den kann ich nie merken. Was ist Tuff eigentlich? Ist das ein Schlamm? Ein harter Schlammstein? Also es sieht für mich so aus wie ein Tongestein. Vielleicht ist es eine Art, nicht Ton, sondern wie heißt das andere? Wer ist der andere Begriff für Ton? Ich muss Leo noch kurz fragen, der weiß das. Der weiß doch das aus der Schule. Ja. Okay, wir haben kein Ding. Ein Schild mache ich kurz. Ja, dachte schon. Dann, also ein Schild rettet Leben, aber ich muss einen Ofen machen. Ich suchte gerade den angefangenen Kobel, aber das sind nur 6 da oben. Ja. Dann haben wir auch ein Backup. So, und dann müssen wir kurz warten. Ja. Also Leon wollte auch einen Server machen mit mir, mit meinen Konis, aber es funktioniert nicht so richtig. Wir machen sich das zweite oder dritte Projekt. Das Streamer Insel ist ja Vanilla gewesen, aber das zweite Modder-Projekt dann mit meinen Colonies zusammen. Aber da mein Colonies schon 1.19.2 ist, glaube ich, ja, haben wir gesagt Pixelmon und das ist 1.16.5. Da haben wir auch noch Custom MSI drin. Genau. Jo. Muss ich kurz aufs Handy schauen. Nichts mehr geschehen. Ja, der Leon ist auch bei mir im WhatsApp. Größter Bruder.
Er ist eigentlich mein Sohn. Noch ein Schwert kurz. Und dann können wir schon mal weitergehen. Fackeln müssen wir wieder machen. Okay. Also, ja. Wir sind bald unten, ja. Noch 10 Meter ungefähr. Ich glaube, 57 ist perfekt. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung, weil wir schon relativ weit in diese Richtung gegangen sind, oder? Ja, nach Bin wieder da. Süden. Ja, wir kommen back, also dann auf die linke Seite wahrscheinlich hier. Ich So. kann heute nicht zocken. Du kannst mitzocken? Nicht Nicht zocken. zocken. Du musst deutlicher reden. Der Drago ist Schweizer, versteht Hochdeutsch nicht so fest. Meine Mutter hat mich heute schon wieder angeschnauzt, ja, weil ich kleine Figuren auf dem Tisch stehen hatte und Oh. das angeblich Müll ist. Das ist Müll. Da Du habe ich ja. sagst, das ist Dekoration. Ich sag das auch immer wieder. Wenn ich etwas nicht aufräume, das ist nur Dekoration. Auch Müll. Meine Mutter juckt's nicht. Die sagt, ich soll alles wegschmeißen. Habe ich jetzt die ganzen Figuren weggeschmissen. Nein. Nicht Müll. Da habe ich Also, mit wie meiner Mutter findet man rumdiskutiert. Diamanten? Dann habe ich mit meiner Mutter rumdiskutiert und dann hat sie gesagt, dass ich heute nicht zocken darf. Ich finde wieder sehr lange keine Diamanten, musst du sehen. Bist du live oder machst du Ich YouTube habe ja gesagt, gerade? YouTube-Video. Ah. Ja. Weißt du, ich muss auf YouTube, muss ich meine Kunden, meine Kunden, meine Zuschauer auch pflegen. Schneidest du die Videos oder lädst du die Nein, einfach das sind hoch? Gameplay, das sind komplett Gameplays, also Let's Plays. Ich weiß nicht, viele Let's Plays sind plötzlich nur noch geschnitten. Das ist eine Verhöhnung von Let's Plays. Du darfst in Let's Plays nicht schneiden, das ist eine Pflicht. Das wurde so kategorisiert, weil es noch keine Schneideprogramme gab damals, die gut genug gewesen sind für diese Mega-Qualität, oder? Und dann plötzlich ist ja dieses eine Vegas gekommen und alle haben dann plötzlich angefangen zu schneiden und hat die Livestreams auch zu zerstückeln. Ja, das kannst du ja zum Beispiel machen, oder? Das sind diese Clips und so. Ja. Aber die kann ich halt nicht so gut auf YouTube portieren, wenn du nicht irgendwie die mir geben könntest oder so. Aber das wäre auch etwas für YouTube natürlich, aber auf YouTube sind Aufzeichnungen und Clips auch nicht beliebt. Und deshalb pflege ich da auch YouTube noch recht gut. Ist ja auch wichtig, oder? Was ist das ein Ding? Ich sehe gerade einen Stollen auf der Minimap. Ich habe so in Roblox so ein Spiel angefangen, mein Restaurant, also mein Restaurant, Ja, das hast du ja gesagt gestern. weil es da was im Pet Simulator kostenlos gibt. Ja? Die Komm, Garant ist wollen wir wenigstens. nachher Roblox streamen oder willst du den Server machen? Nee, Weitermachen. Server kann ich ja, ich darf heute nicht am PC. Du darfst nicht an deinem PC wegen den Spielfiguren. Ja. Weil mein Zimmer angeblich unordentlich ist. Ich kann es dir auch gerne. Du bist ja Tu deine gerade Mutter abends. mal ans Telefon. Nö, die ist noch am Schlafen. Die ist am Schlafen. Wenn ich sie aufwecke, dann Ja, ist darf ich nicht schade, dass mehr. du halt nicht so eine freie Meinung haben kannst, oder? Denn deine Mutter muss nicht so aufpassen, dass du gar nichts machst und so. Also meine Mutter war so. Ich musste immer alles selber machen. Ich hatte keine Regeln. Ich war mit 11 Jahren war ich komplett selbstständig. Meine Mutter war die Okay. ganze Zeit in einer Kirche am Putzen. Die Kirche war, jede Minute war die staubig. Okay. Es war eine Riesenkirche, die war ungefähr so 200 Meter breit. Aber hatte keinen Kirchenturm. Aber auf jeden Fall können wir dann nachher Roblox, aber dann spiele ich halt auf Tablet und rede über Handy. Okay, also wenn du mit mir zocken kannst, das ist super. Ja. Gut. Ist mir scheißegal, was meine Mutter sagt. Meine Ja, Mutter ja. sagt nur nicht am PC. Ja. Aber wieso ist dein PC so ein Übeltäter? Ich finde, das ist irgendwie komisch, oder?
Mir wäre es egal gewesen, wenn meine Mutter gesagt hätte, heute nicht an die PlayStation, aber. Ja, aber die PlayStation ist halt für Was? sie zu wenig rund, oder? Es muss natürlich. Oh Gott. Es Meine muss. Mutter hat gesagt, ich darf nicht an den PC. Aber sie hat nicht gesagt, dass ich nicht an die PlayStation darf. Ja. Aber Also ich will es nutzt nicht das aus. ausschalten. Ich Dann will es nur. nicht ausschalten. Ja, das nutzt du jetzt aus. Das musst du. Du bist du wieder Stress bekommst und sofort wieder Rage quitten musst, also abstellen Ja. musst. Aber es ist süß, es ist wirklich süß, wie deine Mutter auf dich aufpasst. Mein Dass du Zimmer hier. ist total ordentlich. Ich Ja, aber weiß nicht, das was das eben, Problem hat. dass du ein ordentlicher Mensch wirst. Diamanten! Diaz. Einen Diaz habe ich gefunden. Einen Diaz. Kennst du den Diazaurier? Den Dia. Oh, ein Dino. Oder Ein Dino. der Diaz Drago, der findet Hä? nur einen, der findet in einem Projekt Minecraft nur einen Diamanten. Also Das ist kann der ich mir sogar gut Anti-Diamantenspieler. Er darf Das nur kann ich mir einen sogar Diamanten finden als Andenken, er darf ihn nicht benutzen. Doch, du machst eine Schaufel, die geht eh nach zweimal benutzen kaputt. Zweimal benutzen. Also, so minder Qualität für den Drago, weil es sonst einfach zu einfach Minecraft spielt, oder? Er muss Ja. es so hart wie möglich haben, damit die Zuschauer auch nicht gerade einschlafen. Ja. Das ist die Challenge von den Streamen und Let's Playen. Das ist ja auch bei Transport 4, da hast du ja heute geschaut, das Video. 2 Ja. Sekunden. Nein. Dort mache ich auch die Straßenbahn-Challenge. Also ich mache meistens Straßenbahnen, weil Straßenbahnen nicht mit Güter sind, muss ich da einfach Züge nehmen. Und das sind auch Straßenbahnen. Oder? Oder S-Bahn? U-Bahn. Keine Ahnung. Genau, ich mache U-Bahn. Ich mache überall U-Bahn. Ich glaube, ich kann das nicht so gut machen, vor allem ist es sehr teuer. Ja. Gibt doch bestimmt irgendwelche Cheatcodes wie in Sims. Ja, so Hacker-Tools, weißt du, so Debug-Modus gibt es, glaube ich, oder so. Und Bei halt den Sims gab es doch Sandbox-Modus. irgendwo. Bei Sims gibt es doch irgendwie so Steuerung, Shift und S, glaube. Nee. Und da Ah, die kommt man in so. Konsole, ja. Und da kann man sich dann Geld geben. Genau. Nehmen noch ein paar Dinge mit. Sag schon Schienen. Weißt du wieso? Wieso? Ich mache eine Dschungelinsel, die fliegt. Ui. Ja, ich habe doch gesagt, ich mache auf dem Server eine Insel. Der Server wird ja nie wahrscheinlich mit meinen Kolonies sein, weil das auch zu sehr stark Performance kostet. Und eben der Custom NPC Mod. Es darf niemand NPCs erstellen, außer ich und eventuell du, weil. Also niemals eine Brothacke jemandem geben, gell? Und nie irgendwo versorgen in Kisten. Aber wir müssen schauen, dass wir alles noch ein bisschen schützen können, natürlich. Ja. Ja. Es dauert wahrscheinlich mit dem Server noch einige Zeit. Ja, aber Dragodia ist halt auch offline. Ich brauche einen Server, weißt du? Das ist sehr wichtig. Ich suche immer noch nach Creepern, damit sie mich nicht wegsprengen. Creeper. Aber ich habe auf Peaceful wegen den Dorfbewohnern. Und einfach, weil ich natürlich nicht so gut equipped bin. Leuchtbeeren. Melonenkerne. Antriebsschiele. Brauche ich nicht mitzunehmen. Ein goldener Apfel habe ich noch gefunden. In so einem Lorenkistenzeugs. Koppel muss ich, doch Koppel brauche ich. Tuffstein, ich nehme einfach einen Bruchstein schief, wenn ich mehr. Ja, und dann kann ich nochmals etwas austauschen und das ist einfach den Feuerstein. Der Goldbarren nehme ich nicht mit. Gold ist nichts wert. Doch Gold ist mehr als 17 Redstone-Staub wert. Und überall hat es diese Lava-Löcher. Einfach Lava raussprudelt. Oh, noch mehr Goldbahn. Jetzt habe ich 3 Goldbahnen. Ich bin reich.
Und zwei Goldäpfel. Und jetzt habe ich noch mal so eine Eisenbahn. Jetzt habe ich schon wieder alles voll. Jetzt tue ich alles Redstone einfach weg. Ich tue einfach das Eisen drin rein tun. Ja, die Aktivierungsschienen kann ich ja nicht mitnehmen. Dann mache ich nochmals Stolen Kisten. So. Und mache dann ein paar Wegpunkte einfach weg. Zum Beispiel deaktivieren. Minen auch deaktivieren. Hierhin. Das kann ich deaktivieren. Hierhin auch. Ja, hierhin. Lasse ich an. Start 1 kann sein und der Spawn kann deaktiviert werden. So. Jo. Muss auch unbedingt mal Singleplayer von Mine Colonies spielen. Ja, es ist halt schon sehr toll. Oder du schaust mein Let's Play und machst dir so ein bisschen die Meinung, wie du das fühlst. Dann kannst du Oder ich immer mach wieder auch, anfangen. oder ich mach dann auch irgendwann einfach ein Let's Play. Genau. Hey, ja, mach das. Wir können auch ein Sharing Let's Play machen, dass wir die Dinge austauschen, die Safe Games. Boah, ist das Ja, geil. stimmt. Ja. Du, eben. Wir müssen einfach noch ein paar spezielle Regeln oder so andingen, weil natürlich die Städte auch irgendwo hinkommen und so. Und das wirst du auf der Minimap ja sehen ja, mit der Taste zum Waypoints anschauen. Ja. Das wirst du dann sehen, wo was hinkommt und ringsum tust du halt farmen. Am besten einfach weiter weg. Im Nether wird vielleicht auch noch eine Stadt entstehen und ich gebe dir da einfach mal also sobald du bereit bist, einen Spielstand. Jo. Und dann kannst du ja mal probieren, ob du es Lust drauf hast. Und dann gibst du mir den Spielstand einfach nach dem ersten Part oder nach dem dritten Part oder so wieder zurück. Das wäre eine super Idee, um vor allem dich zu pushen. Wenn du ja nicht so aktiv bist wie ich. Also ich habe Noch so im nicht. Durchschnitt ungefähr 80 Aufrufe die ersten 10, ja, sagen wir 7 Tage nur. Ich bin ein bisschen beliebter schon geworden wieder. Dank euch alle Zuschauer. Jo, und ich freue mich natürlich über jeden, der mitmacht, egal ob Kommentar schreibt oder einfach mitspielt oder so auf Zone. Es ist wirklich toll, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer wie asozialer leider. So im Internet. Es ist ein bisschen schwierig, noch als Moderator oder so, ja, nicht ganz so beliebt zu sein. Ja. Viele hören auf bis zur Mitte. Es gibt nur noch Leute, die nur noch Werbung schalten und so. Es ist ein bisschen komisch geworden, oder? Früher hatte jeder ziemlich Erfolg gehabt. Also das war 2009 noch, hat es begonnen. Und eigentlich hat es begonnen, als du geboren bist. Du hast die Let's Plays auf die Welt gebracht. Ja. Ja. Du, Das ich finde habe ich ein so. Video von gestern, ungefähr so 6, 7 Songs drin gehabt. Die wurden alle in dem deutschsprachigen Raum gesperrt. Oh Also nein. keine Trailer-Reacts bitte mehr. Ja, ist richtig Aber doof. YouTube ist irgendwie immer mehr ein Gefängnis, leider. ja. Du kannst keine Songs mehr abspielen. Also was ich Das ist mache, ist wirklich. vielleicht von Rammstein und von In Extremo und von Blind Guardian ein Ding machen, ein Copyright-Umgehung. Keine Copyright-Pflicht mehr. Aber weißt du, wie viel das kostet wahrscheinlich? Sehr viel. Ja. Spende, bitte spenden. Ausrufezeichen Spende. 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 Bitte spende, bitte spende, spende. Die Frau ist so cool gewesen, hab das Video irgendwie gelöscht oder so. Ich glaube, der Videoersteller
hatte schwere Kritik bekommen, weil die Frau berühmt wurde. Ich habe zu wenige Truhen, dann mache ich doch mal wieder ein paar Truhen. Ja, der Drago, der braucht Platz in den Kisten. Ich mache unten einfach ein Lagerhaus, nur zum Lagern und alles sonst im Dorf oben. So ein Lagerdrago. Der Lagertrager, der Dragolager. Dragolager, Dragolager. Leuchtbären, yay. Ich mache im Untergrund vom Lager eine mega Leuchtbärenfarm. Und ich tue dann überall diese Leuchtbären hinklatschen unter der Insel oder so. Und dann tue ich sie immer wieder farmen. Aber der Mod, der ist so motivierend, weil du kannst Städte im Easy-Mode eigentlich machen, oder? Es ist eigentlich ein relativ einfaches Spiel, aber es gibt halt immer wieder Überfälle und du musst halt viele Wachtürme machen, du musst viele Wohnungen machen für die Leute. Es ist ein bisschen anstrengend. Aber du eben, du bist ein Teil von dieser Map dann, du kannst auch ein bisschen entscheiden. Und du kannst einfach eine andere Stadt machen. Du gehst dann einfach wieder mit dem Wegpunkt zu deiner Stadt und baust dort weiter. Ja, gut, stimmt. Also dann machst du, also es gibt viel Schnee, es gibt viel Gemäßigtes, also vor allem Birkenwald, es gibt viel Savanne, es gibt viel Wüste, es gibt viel Dschungel. Und ich mache die Dschungel-Baumhausstadt. Und ein Teil von der Savanne und ein Teil von einem anderen Dorf mit NPCs drin. Ja, mal schauen. Aber ich habe schon ein bisschen Bock, weißt du, vieles zu teilen mit anderen Leuten. Das ist natürlich schon cool. Ja. Es machen zu wenige solche Projekte. Du, ich habe schon 32 Minuten. Ich muss leider aufhören, weil YouTube hat nach 30 Minuten immer so mega lange Verarbeitung. Okay, wir haben heute eine Treppe, die einen Knick macht, also einen 90-Grad-Knick, auf die Insel gemacht. Die Insel ist in einem kleinen, ja, See und da drauf tue ich dann die fliegende Insel machen. Ich denke aber eben, es ist noch ein bisschen zu früh, dass du Let's Playst, oder? Ja. Sobald du Let's Playen kannst oder willst, share ich Ja, dir sobald. den Spielstand, dann machst du mal so drei Parts oder so, okay? Sobald die Grafikkarte da ist. Ja, genau. Also ich denke, du kannst auch fünf Parts machen. Einfach wenn du denkst, ja, ich muss mal eine Pause machen oder so, dann kannst du mir den Spiel schon wieder sharen, zurückscheren. Ich brauche, ich Ja. denke mal, nur einen Tag oder so für fünf, sechs Parts. Aber ja, mir möchte ich ja nicht immer so viele Parts auf einmal machen. Müssen dann schauen, gell? Ja. Und sonst livestreamen wir halt auch mal zusammen, aber einfach getrennt. Und einfach eine macht dann nicht weiter so, weil es geht ja nicht, oder? Ich kann ja nicht den Spielstand nehmen, wieder sharen und du machst gleich wieder weiter. Nee, das Also, geht nicht. das geht nicht. Aber sonst eben können wir auch nur einen zweiten Server machen und so, aber es muss halt gespendet werden, weil ich bin ein kranker Mensch, ich habe viele Krankheiten. Nur AHV, das ist ja, also nicht AHV, IV. Das ist einfach die Hartz IV oder für Kranke in der Schweiz. Ja. Und da hast du nur so 300 Euro pro Monat. Und vieles Oh. halt für Essen und andere Sachen für Kleider und fürs Handy und so. Finde ich immer so toll. So, habe ich keine Setzlinge, Dschungelsetzlinge bekommen? Lol, der Händler ist da, der wandernde Händler. Kann ich gerade etwas mit ihm handeln? Ich habe, glaube ich, ein paar. Du, ich mache ein langes Let's Play-Video. Sieben Ein habe ich. langes. Ich habe Eine sieben Stunde. Smaragde schon. Was kann ich mir holen? Sand. Pozol könnte ich mir holen. Also das kann man relativ gut dann irgendwann mal holen. Rosa Tulpen für den Leon. Für seine Stadt, die dann pink ist. Genau, Eine pinke Stadt. machst du eine Bienenstadt? Ja. Oh ja. Dann machst du alle NPC wie Bienen. Aber es Man gibt kann sie Custom-NPC, mit. habe ich für 1.19.2. Was ist das Man 1.? kann sie.
Man kann sich in Dings, hier in my Restaurant einfach einen YouTube-Play-Button kaufen. Cool. Ich brauche noch kein Pozoll. Ich habe aber auch kein Kopf-Plugin Datapack drin. Also kann ihn auch nicht schlachten, weil er bringt einfach nichts. Ich könnte aber die Schnur irgendwie abseilen, oder? Geht das nicht? Okay. Die Sprungkraft ist nur 1,62 vom Lama. Voll das faule Sprung-Lama. So, ich habe schon mal ein bisschen Stein, dann machen wir dann später im nächsten Part dann zur Insel oben. Und jetzt kann ich noch die Birken. Habe ich jetzt noch. Ich habe wirklich keine Setzlinge. Ich tue jetzt noch diese diesen Dschungelbaum hier fällen. Ja, also die Videos werden nicht immer so lang gemacht. Ich müsste eigentlich nicht 30 Minuten Parts oder noch länger machen. Ich mache es aber gerne, und dann könnt ihr einfach so ein bisschen vorspulen. Und ja, wenn ihr halt nicht alles Zeit habt oder Lust habt zum Schauen. Ich schaue aber, dass meine Videos natürlich immer sehr also ja, toll sind zum Zuschauen, qualitativ sind. Der Leon hilft mir. Ja, Ja. ich helfe ihr. Ich habe einen Setzling, okay. Ich habe drei Dschungelbäume geerntet, also abgefällt. Und ich habe nur einen Setzling bekommen. Also Minecraft ist manchmal schon unfair. Das Lama ist einfach im Fluss, kommt nicht mehr raus. Und der Dorfbau, der Plan dahinter, jetzt ist er auch reingefallen. Jetzt schlachtest du ihn ab. Ja, ich suche gerade das Seil, die Leine. Aber Du irgendwie. willst ihn aufhängen, das arme Lama. Nein, der hat ja, weißt du, der hat ja eine Leine an dem fahrenden Händler. Und irgendwie ist das nicht gedroppt, weil wahrscheinlich der Händler. Ah nein, hier ist die Leine. Ich habe eine Leine. So schnell kann man zu einer Leine kommen, wenn endlich mal diese fahrenden Händler mehr aufkreuzen können. Würden. Gut, dann mache ich noch einen Bauernhof hier unten. Damit ich ein bisschen Essen bekomme. Ja, und jetzt machen wir mal Pause. Weil ich muss livestreamen. Gut, Und da. mit mir spielen. Ja, danke schön. Wir spielen eben Roblox. Wie heißt das Restaurant? Mein Mein Restaurant. Restaurant. Gut. So. Und immer diese Tintenfische, die auf dem Wasser oben gleiten oder so. Und der fahrende Händler schaut. Lama, komm doch bitte raus. Was hast du denn für ein Problem? Oh, der will unbedingt das Lama wieder retten. Gut, aber er ist wieder hochgekommen. Das Lama ist zu blöd. Naja, gut, dann Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part oder Livestream. Würde mich gerne freuen und schreibt ein bisschen Kommentare und helft dem Leon dann auch. Dankeschön. Tschüss, Leon. Tschüss. Tschüss, Zuschauer. Bis nächstes Mal. Tschüss.